Gottes da sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Thomas hat es ja gerade gesagt, er hat sich seitdem dieses Projekt gestartet hat, noch nie so viel in der Kirche aufgehalten. Und ich glaube auch, dass die Kirche innerhalb des letzten Jahres schon lange Zeit immer so viele Besucher gehabt hat, als es hier der Fall war. Und deswegen möchte ich da einfach nur nochmal ganz herzlich Danke sagen. Danke an die, die ihre Kunst hier herin präsentieren. Danke an die, die die Ausstellungen besuchen. Aber danke an dich, lieber Thomas, mit deinem Kunstverein, dass ihr dieses Projekt auch umsetzt, weil es eine klare Bereicherung für unsere Stadt ist. Wir sind in Deckendorf nicht schlecht aufgestellt, aber besser geht immer. Und wenn wir, als wir damals die Diskussion geführt haben, wo können wir denn eine Lösung finden, dann hat sich diese Kirche angeboten. Und du hast es so schön jetzt gerade formuliert, was hier, welche Ausstrahlung die Kirche hat, wenn es dann im Einklang mit der Kunst gebracht wird, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und wir starten dann an diesem, mit dem heutigen Tag eine Vielzahl an Ausstellungen. Jetzt heute hier, da geht es jetzt mal richtig los, bei Kunst trifft Kirche, und morgen dann bei meinen Kolleginnen im Handwerksmuseum und im Stadtmuseum, wenn wir die Papier Global Ausstellung starten. Also somit wird die Welt in den nächsten Tagen nach Deckendorf blicken. Sie werden erst in die Deckenau fahren und von der Deckenau fahren Sie dann weiter ins Kulturviertel und haben da unterschiedlichste Möglichkeiten, Kunst und Kultur zu erleben, zu bewundern. Und das macht Deckendorf aus. Deswegen ist es auch schön, lieber Herr Mayer, dass du auch mit dem Preis des Landkreises ausgezeichnet worden bist. Wir finden es gut, dass der Landkreis da so einen Preis vergibt. Wir als Stadt, wir konzentrieren uns einfach auf die Kunst insgesamt und richten hier, leisten uns Museen, Stadthallen und die Orte, an die eure Kunst präsentiert werden kann. Und dieses Miteinander macht unsere Stadt, macht die Stadt und unseren Landkreis aus. Aber so weiß ich auch von dir, lieber Thomas, dass du ja am Schauen bist. Wo findest du zusätzliche Orte, um Kunst zu präsentieren? Und hast du gedacht, jetzt bist du beim anderen Moser gut hochkommen, gehst zum nächsten Moser und bist jetzt in Meckenheim gelandet. Und auch da habe ich schon von meinem Bruder gehört, dass also jetzt die Planung läuft, dass im, im Rathaus dann hier auch eure Kunst des Kunstvereins mit ausgestellt wird. Also von dem her sieht man, was hier von Deckendorf ausstrahlt, geht dann einmal nach Meckenheim und dann schauen wir mal, was alles noch so im Umkreis hiervon profitieren kann. So, nochmal danke an die Künstler, dass sie hier präsentieren. Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Ausstellung und danke, dass Sie da sind.